Sehr geehrte Damen und Herren, darf ich jetzt hier Herrn Professor Hans-Werner Hunecke präsentieren. Herr Professor Hunecke ist Rektor der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg und ein langer Partner von der Babesch-Bolyai-Universität. Er würde gerne eine Grußbotschaft sprechen. Herr Hunecke, wie haben Sie dann unsere Universität kennengelernt? Ja, ich freue mich, dass ich einen herzlichen Gruß übermitteln darf. Die Klausenburger Germanistik an der Babesch-Bolyai-Universität wird 25 Jahre alt und dazu gratuliere ich ganz, ganz herzlich aus Heidelberg. 25, denke ich, ist ein richtig schönes Alter. Da ist man endgültig erwachsen geworden, beherrscht sein Handwerk, hat Pläne und Ideen für die Zukunft und die Kraft, sie auch zu verwirklichen. Und ich denke, das gilt nicht nur für Menschen, sondern das gilt auch für Germanistiken und das gilt auch für Universitäten überhaupt. Und dazu einfach ein ganz herzlicher Glückwunsch hier aus Heidelberg. Ich habe Ihre Universität zum ersten Mal im Jahr 2004 kennengelernt. Da bin ich damals noch von der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg aus auf einer Reise in Rumänien gewesen. Und wir haben uns verschiedene Einrichtungen besucht, die sich mit der deutschen Sprache beschäftigen, der deutschsprachigen Literatur, der deutschsprachigen Kultur beschäftigen. Und da habe ich auch Ihre Universität kennenlernen können. Und ich habe gestaunt über so eine Idee und über so einen Ansatz. Eine dreisprachige Universität. Ich glaube, in Europa gibt es gar keine andere Universität, die so etwas leisten kann und die so etwas realisieren kann und umsetzen kann. Ich denke, das ist vorbildlich für die Art und Weise, wie man mit Mehrsprachigkeit, mit kultureller Vermischung, mit kultureller gegenseitiger Durchdringung und mit einer ganz hervorragenden Kooperation umgehen kann, auf einem hohen Niveau wirklich. Ein zweites Mal habe ich Ihre Universität indirekt kennengelernt. Unsere Hochschule hat seit ein paar Jahren ein DAD-Programm zur Förderung der deutschsprachigen Minderheiten, so heißt das. Es geht vor allem um die Förderung der deutschen Sprache dabei. Da haben wir Studierende einladen können zu Gastsemestern bei uns und auch Absolventinnen und Absolventen aus Studiengängen, die als Lehrerinnen, als Lehrer arbeiten zurzeit. Und da sind immer wieder welche aus Klausenburg dabei gewesen und wir wussten schon vorher bei den Anmeldungen, da sind Absolventinnen aus Klausenburg oder Studierende, Studentinnen aus Klausenburg, die kommen mit einem ganz hervorragenden Niveau. Die können gut Deutsch, die sind fachlich gut ausgebildet, die sind interessiert, die sind neugierig und die sind so, dass sie ihre Neugier auch auf die wissenschaftlichen Fragestellungen und Methoden beziehen und die richtig gut einbauen in ihre persönliche Entwicklung auch und auch in ihre berufliche Entwicklung, in ihre berufliche Praxis. Ja, dann habe ich Ihre Hochschule ein drittes Mal kennenlernen können im Jahr 2019. Sie haben ja vom DAD eine Doktorandenschule, die seit Jahren gefördert wird und in der Sie mit deutschsprachigen oder deutschen Universitäten auch kooperieren, überhaupt international, nicht nur mit deutschen Universitäten kooperieren. Vom DAD aus ist das das Wladimir Admoni-Programm. Und ich hatte das Privileg, in der kleinen Gruppe zur Evaluation dieses Programms dabei zu sein und habe da Ihre Doktorandenschule und überhaupt den Studienbetrieb bei Ihnen kennenlernen können und in vielen intensiven Gesprächen besprechen können. Und dafür möchte ich mich auch nachträglich nochmal bedanken. Das ist sehr interessant gewesen, sehr weiterführend gewesen und hat gezeigt, auf welchem hohen wissenschaftlichen Niveau in einem internationalen Zusammenhang bei Ihnen gearbeitet wird. Zu unseren Themen aus der Germanistik halt, zu Literatur und Sprache in Südosteuropa, zu Deutsch als Fremdsprache in Ost- und Mitteleuropa, zur Sprachmittlung, überhaupt zur Mittlung und zur Vermittlung zwischen dem, was in der Region historisch und gegenwärtig an kultureller Vielfalt mit dem Schwerpunkt auf der deutschen Sprache da ist und was überhaupt in diesem polyzentrischen Raum, deutschsprachigen kulturellen Raum da ist. Und ich denke, es ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, was eine sogenannte Auslandsgermanistik an eigenem beisteuern kann, an Vermittlungshilfe und Unterstützung und an Kommunikation und an Perspektiven beisteuern kann, was andere Germanistiken so nicht haben und auf das sie auch dringend angewiesen sind, auch fachlich und wissenschaftlich angewiesen sind.
Ich freue mich und dann schließlich, dass unsere beiden Hochschulen auch künftig, denke ich, verbunden bleiben. Dieses Programm zur Förderung der deutschsprachigen Minderheiten, von dem ich gesprochen habe, das haben wir erneut beantragen können. Und wir haben bereits die ersten beiden Bewerbungen von zwei Masterstudentinnen aus Klausenburg für das Sommersemester 21. Ich denke, da kann man sehen, dass Pandemie hin, Pandemie her, wir einfach fruchtbar in der Zusammenarbeit weiterarbeiten werden. Und deswegen freue ich mich auf eine fruchtbare Kooperation und auf viele Kontakte auch in den nächsten 25 Jahren. Herr Kunecke, vielen Dank. Ich denke also, diese Unterstützung aus Deutschland kommt uns ganz gut zugute. Mit einer solchen positiven Einstellung haben wir immer zu rechnen aus Deutschland, und das gibt auch unseren Studierenden, auch unseren Doktoranden viel Kraft, also dass sie ihre fachliche Vorbereitung auch in Deutschland weiter durch solche Kooperationen führen können. Also ich bedanke noch einmal also für die langjährige Unterstützung der Heidelberger Universität. Und ich denke, also die deutschsprachige Studienlinie wird dann auch in den nächsten 25 Jahren so gute Bekanntschaft, so gute Beziehungen pflegen dürfen. Vielen Dank, Herr Professor.